Gestern haben wir 2 Stunden lang Gameplay zur DMZ erhalten. Was für ein Spiel ist die DMZ also? Schauen wir alles im Detail an. Außerdem, ich werde keinen Tarkov mehr machen. Das und mehr in heutigen Tarkov News. Moin Leute, ganz viele Infos heute. Das schaffe ich nicht ohne Versprecher, also käme erst später zum zweiten Teil, den wahrscheinlich die meisten interessiert. Aber zuerst alle Details zur DMZ, relativ kurz durchgegangen. Ist die DMZ also ein Tarkov-Klon? Definitiv nicht. Es erinnert mehr an die Dark Zone von The Division im Gameplay von COD halt. Es hat aber auch Elemente von Payday und wie es genau aussieht, gehen wir doch durch. Zuallererst, die Loadouts erinnern stark an Hunt Showdown. Wir haben ein relativ einfaches Menü, wo nicht viel Auswahlmöglichkeit da sind. Wir können gerade mal Keys mitnehmen. Wir können uns ein Loadout machen mit 2 verschiedenen Waffen. Diese müssen wir aber finden oder kaufen. Und die Jungs hatten soweit jetzt aber nur Contraband-Items im Stash. Also vermutlich gelootete, heißt übersetzt geschmuggelt. Und diese Schmuggelwaffen kann man nicht modden. Und da die Jungs es nicht einmal lebendig rausgeschafft haben, ja, wissen wir auch nicht, wie das aussehen würde. Mit einer extrahierten Waffe leider. Dann die taktischen Liefel und Field-Upgrades sind for free. Die kann man aber mitnehmen. Und dann wählt man entsprechende Missionen, die man in diesem Raid angehen möchte. Dafür kriegt man Erfahrung und je nachdem noch irgendeinen Zusatz, wie zum Beispiel eine Waffe. Dann lädt man rein und ja, man spawnt random. Man kann also nicht wählen, wo man starten wird. Und es gibt einen Raid-Timer. Der ist relativ knapp bemessen und sorgt halt dafür, dass die Leute sich auch bewegen. Dann trifft man relativ schnell mal die KI-Gegner an und von denen gibt es unglaublich viele. Ich würde mal schätzen, auf der ganzen Map laufen bestimmt 200 oder mehr von denen rum. Und die KI ist teilweise heavy. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Je wertvoller der Inhalt eines Gebäudes, desto stärker in der Regel auch die KI. Bei Bossen ist es richtig schlimm. Die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Das ist man sehr, sehr schnell down. Erinnert eben wieder stark an The Division. Und mir persönlich gefällt die Idee ganz gut, eine relativ lebendige Map zu haben mit sehr vielen KI-Gegnern, die anspruchsvoll sind. Denn damit hat man stets was zu tun. Und selbst wenn man nicht auf Spieler trifft, man ist halt beschäftigt, kann Spaß haben, kann Action haben. Es gibt also eigentlich nie tote Raids. Im Boss haben wir, glaube ich, nur einen ansatzweise gesehen. Und wie ich schon vermutet im letzten Video, haben die eben unterschiedliche Typen. Also der Trapper, naja, der setzt eben Fallen. Und trotzdem unterschätzt die Boys auf keinen Fall, die sind heftig. Aber was ihr tötet, könnt ihr looten. Ja, nicht den Körper komplett, sondern die lassen in der Regel irgendwas fallen und vor allem halt die Waffe. Und bei Bossen, Guards und so kann das durchaus was Gutes sein. Ihr könnt alle möglichen Stuff looten, ist aber nicht so kompliziert aufgebaut jetzt wie in Tarkov oder mit so viel Detail, sondern ihr könnt die Dinge einfach verkaufen bei so einer Station und kriegt dafür Geld. Ist eigentlich also absolut egal, was ihr lootet. Hauptsache, es bringt viel Geld. An dieser Station könnt ihr dann gleichzeitig Equipment, Waffen und so Aufklärungssachen wie UAVs kaufen. Bei Spielern genau das gleiche, die könnt ihr auch looten. Die lassen halt ihre taktischen Geräte fallen, ihre Waffen fallen, ihre Schlüssel fallen, die sie haben. Und mit diesen Schlüsseln kommt man eben dann in diese besser bewachten Orte rein. Und das ist ziemlich cool, denn man kann hier so eine Art Payday-Mission machen. Wir müssen zum Beispiel einen Stash securen, aber naja, wir haben halt die Kombination für ein Safe nicht. Also bohren wir uns da durch. Während wir bohren, kriegen wir eine Art Horden-Modus, also sehr, sehr viele KI-Gegner stürmen das Gebäude und versuchen uns davon abzuhalten, eben wie in Payday, für die das kennen. Und Spieler in der Nähe kriegen das natürlich mit. Das Golden Eye sozusagen bildet der Juggernaut auf der Map, ein richtig dicker Boy. Und der hat eine Weapon Case und da sind schöne Waffen drin, die wollen wir natürlich haben. Problem ist, wenn man den tötet und die Waffenkiste mit sich rumträgt, das kriegt die ganze Map mit. Ist also wieder ähnlich wie bei The Division, wenn man Rogue Agent ist, oder bei Hunt Showdown, wenn man die Bounty mit sich rumträgt. Extracten könnte man dann, indem man einen Helikopter herbeiruft und, naja, mit dem Helikopter rausgeht, aber haben die Jungs leider nicht einmal geschafft. Man muss hier ziemlich vorsichtig sein, denn die anderen Spieler kriegen das mit, wenn die in der Nähe sind. Wir wissen jetzt noch nicht, es gibt immer 3 Extracts, die man angeboten kriegt. Wir wissen aber nicht, ob alle Leute die gleichen Extracts haben oder ob jeder verschiedene hat. Wissen wir aktuell noch nicht. Dazwischen kann man auch allerlei mögliche Missionen machen, die sehr, sehr, sehr viel Geld geben. Und man kann sich Sachen holen wie Boote, Fahrzeuge und vieles mehr. Es ist also stets sehr belebt in dem Modus und ihr habt immer was zu tun. Es gibt noch vieles mehr. Es gibt zum Beispiel Gasmasken, es gibt Pillen gegen Strahlung, es gibt Bereiche auf der Map,
die mit einem Strahlungssymbol markiert sind. Also da kommt man wahrscheinlich nur rein, wenn man das entsprechende Gear hat. Und natürlich noch viele, viele Sachen, die man jetzt in 2 Stunden nicht, naja, erkunden konnte. Aber das holen wir danach. Jetzt eben die große Frage. Es ist ganz klar nicht wie Tarkov. Es versucht aber auch nicht Tarkov zu sein. Dieser Vergleich ist mehr Content-Creatern geschuldet wie mir selber. Die Leaks haben da einfach ein bisschen in die Richtung Tarkov gedeutet. Das war einfach eine Fehlinterpretation unsererseits oder meinerseits. Es ist also ein wirklich komplett eigenständiger Modus und erinnert sehr stark an The Division. Jetzt mir persönlich hat er sehr gefallen, aber da werden die Geschmäcker auseinandergehen. Ich finde es aber schön, dass die Map sehr lebendig ist, aktiv ist, immer was geht, man hat immer was zu tun. Die Runden kurz und knackig sind, heißt man kann hier und da mal eine Runde daddeln. Die Objectives, das Looten ist alles relativ simpel gehalten, sodass man relativ schnell mal den Dreh raus hat in dem Spiel und sich dann darauf fokussieren kann, irgendwelche geilen Runden zu haben. Es gibt bestimmt noch mehr, was wir nicht gesehen haben, ich übersehen habe oder in dem Bild hier einfach nicht drin war. Aber hey, nächste Woche werden wir es anspielen. Und jetzt zum zweiten Thema. Warum quitte ich Tarkov? Ja, jetzt zum zweiten Punkt. Ich lege Tarkov auf Eis. Warum und so weiter. Ich halte es relativ kurz. Im Grunde, Tarkov macht mir einfach keinen Spaß. So einfach. Wenn man relativ neu ist in Tarkov, gibt es immer was zu tun. Missionen, man hat Bosse, die man sucht, Loot und so weiter. Aber irgendwann hat man das alles gesehen. Das heißt, der letzte Fakt, der bleibt, ist im Grunde PvP. Und aktuell der Zustand in Game ist einfach, also entweder sind nur noch ESL-Spieler im Spiel oder extrem viele Cheater. Also ich krieg One-Tap nach One-Tap nach One-Tap von einer Pam-Pistole zum Beispiel. Und ja. Und dann kommt dazu, jedes Mal, wenn ich sowas habe und sterbe, in einem unbefriedigenden PvP-Fight, bin ich 10 Minuten im Stash. Ich muss mich ausrüsten, ich muss mich um Geld kümmern, Versicherung entgegennehmen, Stash-Simulator spielen, reinladen, nochmal 5 Minuten. Ich bin also 15 Minuten nicht am Spielen, um dann 3 Minuten zu spielen und einen One-Tap zu kriegen. Und das heißt, er macht das Verhältnis von irgendwas aktiv machen und halt irgendwelche Simulatoren spielen und im Hideout Sachen rumschieben und so, ist für mich aktuell einfach super unbefriedigend. Eben dann die ganzen anderen Probleme, über die reden wir gar nicht. Aber einfach, Tarkov fühlt sich an wie eine leere Höhle. Es ist nichts mehr los, außer ein paar, naja, ausgewählten Orten, die wir sowieso schon kennen. MD2, Dorms und so. Aber sonst ist einfach nicht viel los in dem Spiel. Und ja, eben, bei mir bleibt halt noch PvP und es ist dann einfach unbefriedigend. Und klar, wenn Leute geben, die sagen, du bist einfach scheiße, ne? Okay, dann ist das so. Alles trotzdem, es ist unbefriedigend, so wie es aktuell ist. Ich habe jetzt 3-mal im Stream das Game geschlossen und gewechselt, einfach weil es keinen Spaß macht. Und das ist auch der Grund, warum ich das auf Eis legen werde. Und witzigerweise, der Grund, warum mir das erst aufgefallen ist, ist Call of Duty von allen Games, die es sein könnten, ist es halt wirklich Call of Duty. Weil eben, in Call of Duty, ich rüste mich aus, in ein paar Klicks ins Menü, ich starte die Suche, bin drin. Es ist alles so. Das ist alles so schnell. Dann habe ich eine geile Runde, die Leute sind da, es ist lebendig, man hat Interaktion, es ist witzig. Und dann wechsle ich auf Tarkov, weil ich streame immer zuerst COD. Dann lädt der Stash ewig. Dann habe ich Moving Error, dann habe ich Backend Error, dann muss ich ausrüsten. Dann beim Suchen kommt eine Capture-Abfrage, weil ich irgendwie was 2-mal gekauft habe. Na, dann ist das Item nicht verfügbar. Dann muss ich reinladen, dann dauert es ewig, dann hängt's und oh, es. Und normalerweise verzeihe ich das, wenn ich dann halt eben irgendwas habe, ein Event, irgendwas, was abgeht, aber ich komme halt in den Server rein und es ist einfach leer. Und das ist super frustrierend. Und deswegen werde ich Tarkov erstmal auf Eis legen, bis da irgendwas passiert. Klar, wenn Updates kommen oder Events oder Duos, weiß nicht, wenn Fritz dann nochmal Bock hat nach seinem Ausflug nach Afrika. Solche Sachen werde ich bestimmt weitermachen, aber so solo wird es kein Tarkov mehr geben von mir. Auf was werde ich mich fokussieren? Ich denke ganz klar ein bisschen auf die DMZ in die Richtung. Und ehrlich gesagt freue ich mich auch drauf. Ich habe sehr viel Erfahrung in den ganzen Video-Editieren gesammelt. Social Media, Interaktionsding, Animation, Sounddesign und so weiter. Weil eben für die, die es interessiert, ich mache ja alles selber. Von Grund auf alles, was ihr im Channel seht oder so, habe ich selber gemacht. Außer die Emotes. Die Emotes hat jemand für mich gemacht. Eine begabte Künstlerin. Aber sonst mache ich alles selber. Und da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt und ich habe richtig Bock, das auch in andere Projekte
einfließen zu lassen. Von daher bin ich da ziemlich hyped. Und es ist auch vom Stream her eine ganz andere Erfahrung. Ich weiß, in Tarkov habe ich mehr Viewer, aber ich habe öfter das Gefühl auch ein bisschen, dass in Tarkov die Leute da dann selber Tarkov und haben nebenbei einfach einen Stream offen von jemandem, der Tarkov spielt. Ob ich das bin oder ein anderer Tarkov-Streamer, ist da relativ egal. Weil die Interaktion ist ziemlich tief im Chat. Aber ich spiele COD mit einem Viertel der Viewer, aber habe das Zehnfache. Im Chat ist super aktiv, wir haben echt lustige Interaktionen und Runden und so weiter. Es ist eine ganz andere Erfahrung. Und mir gefällt's. Von daher, ja, werde ich das angehen. Ja, mir ist klar, dass die Subzahlen und alles ein bisschen runtergehen werden. Muss ich halt dann schauen, wegen Finanzierung von den ganzen Lizenzrechten und so, die ich halt brauche zum Video editieren, aber das wird schon irgendwie klappen. Im heißen Zukunft, auf jeden Fall DMZ werde ich grinden. Es sind noch sehr, sehr viele Videos offen von Tarkov. Ich habe so viele Videos vorbereitet. Also gerade auf dem zweiten Channel werden rund 10 Highlight-Videos noch kommen. Mit geilen Zero to Heroes. Die Runden mit Fritz Meinecke werden da kommen. So vieles mehr. Also wenn ihr da Bock drauf habt, den zweiten Channel auf jeden Fall abonnieren. Hier auf dem Hauptchannel kommen auch noch Videos. Also da wird eine stärkere editierte Version von dem Duo kommen mit Fritz Meinecke. Auf jeden Fall noch ein Weapon-Guide zu der AK-101. Ein Money-Guide kommt auf jeden Fall noch. Die habe ich dann jetzt ziemlich zackig raus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Tarkov ist ein wunderbares Spiel. Aber es ist einfach so wenig passiert in letzter Zeit. Wenn wir uns anschauen, in Tarkov Changes, das ist eine Seite, die Änderungen trackt, die im Spiel passieren, hatten wir letzten Wipe alle paar Tage ein Update. Den Wipe hatten wir eine Handvoll Updates in ein paar Monaten. Also es ist unglaublich zurückgegangen. Kann sein, dass es an der Situation in der Ukraine und Russland liegt. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas ist da richtig im Argen. Und man merkt es einfach an den Servern. Tarkov ist aktuell einfach eine Hülle. Eine leere Hülle von dem, was mal war. Von daher, ja, ich muss irgendwas anderes machen. Von daher, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wir werden auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Und ja, das waren die News. Peace out.